Herzlich willkommen bei eurem Lieblingsreisemagazin. Heute habe ich drei wunderbare Geschichten für euch. Erstens, Harry Scheer wird euch in magische Stimmung versetzen. Dann sehen wir Wale, und zwar hautnah, und den Gästechor der besonderen Art. Viel Spaß! Immer wenn Mentalist Harry Scheer an Bord ist und ich mir hinterher die Filme angucke, dann frage ich mich, wie verdammt nochmal geht das? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bekommt ihr es raus. Eine wissenschaftliche Theorie besagt, paranormale Fähigkeiten sind Ausgeburten unserer Vorstellungskraft. Und Geister existieren nur, weil wir an sie glauben. Mein Name ist Harry Scheer. Willkommen beim Mystery. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren in der mentalen Branche tätig und bin eigentlich Psychologe und Hypnotherapeut. Das, was ich auf der Bühne zeige, ist ein Bestandteil meines Studiums damals gewesen. Körpersprache, NLP, also neurolinguistisches Programmieren, und auch Hypnose. Aber es ist nichts Paranormales. Ich benutze Techniken, die man erlernen kann, und das ist das Interessante. Stell dir vor, dass ich diese Person bin und du redest mit mir nur in deinen Gedanken. Fangen wir an. Die Person, die ich sehe, hat dunkle Haare. Sein Name ist Tarik oder sowas. Ja, ist richtig. Jetzt würfel einmal. Schau dir bitte an, was du gewürfelt hast. Und wenn du das hast, sagst du okay. Super. Dreh dich zu mir. Nur mich anschauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich würde sagen, du hast eine 6 gewürfelt. Das stimmt, verdammt. Das Besondere an meiner Show ist, dass ich selber nicht weiß, was mich oder die Gäste erwartet. Es ist jedes Mal eine neue Herausforderung, aber ich kann eins sagen, es wird etwas sein, das sie so noch nie gesehen haben. Meine Lieblingsnummer, ich glaube, das ist wirklich die mit dem Pärchen, weil dort sehr viel Emotion, sehr viel Gefühle beiden gegeben wird, aber auch den Gästen. Du gehst dann aus dem Theater raus und wünschst dir eigentlich selber, ein Teil dieser Nummer gewesen zu sein. Und wenn ich ehrlich bin, ich manchmal auch. Alles, was dein Mann spürt, wirst auch du spüren. Alles, was deine Frau denkt, wirst auch du denken. Und umgekehrt wird es genauso auf dich zutreffen. Ich möchte, dass ihr eins werdet. Für das Hier, für das Jetzt und für immer. Wenn ihr eine Berührung am Arm oder der Hand gespürt habt, nickt mit dem Kopf. Zeigt mir bitte mit der anderen Hand, wo ihr was gespürt habt und wie oft. Sollten wir uns auf dem Schiff irgendwo noch einmal wiedersehen, überlegt gut, was ihr denkt. Großartig, oder? Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie er das macht. Viel mehr Ahnung allerdings habe ich von Wahlsichtung, weil das habe ich mit meiner Familie schon selber erlebt. Und die Bilder, die ihr jetzt seht, näher geht es nicht. Ich liebe die Natur und ich liebe solche Erlebnisse. Viel Spaß. Also es ist total warm, dieser Anzug. Ich habe auch eine Jacke unten drunter an. Und ich glaube, jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt hofft man nur noch auf Wale. So, hallo, mein Name ist Anouk, ich bin eine Biologin von den Niederlanden und ich arbeite hier wie Guide auf die Wahlbeobachtungstours. Jeden Tag aufs Wasser und die wunderschönen Tiere ist natürlich, ja, das ist der Hammer. Das ist, ja, es gibt keinen besseren Job.
Aber wir sind gerade ausgefahren von Akureyri in der Eyjafjörður. Wir haben Zwergwale gesehen. Das sind kleine Barterwale bis 11 Meter lange. Und Buckewale, so die können bis 17 Meter lang werden. Und sie sind hier während der Sommer, um kleine Fische und Grill zu essen. Es ist einfach fantastisch, wenn man dann wirklich so in allernächster Nähe eines Wales mal ist. Also es war ganz toll, fand ich. Ja, es war ein ganz tolles Erlebnis, Wale mal live zu sehen. Ich glaube, das gehört zu den 100 Sachen, die man in seinem Leben mal gemacht haben muss. Und so dicht nah dran, unglaublich. Und es ist auch ein tolles Erlebnis, mit diesem Speedboot zu fahren, einmal so ganz schnell übers Wasser zu fahren. War wirklich super, hat uns super toll gefallen. Silvia Minardi, unsere Entertainment-Managerin, ist nicht nur eine begeisterte Sängerin, sondern sie möchte auch so gerne andere Leute mit ihrer Begeisterung anstecken. Und das kann sie richtig gut. Gästechor auf Aida Cara. Bin sicher, dass heute, jetzt machen wir eine tolle Probe. Ja, und dann heute Abend eine Performance. Ist fantastisch. Geht. Glaub mir, geht. Mit eurer Stimme geht. Okay? Mach euch keine Sorgen. Also, ich habe die erste Termin gemacht für die Gästechorprobe und dann kommen 51 Gäste. 51, das war unglaublich, das war fantastisch. Was ist immer ganz besonders ist, dass Singen macht die Leute glücklich und wir wollen die Gäste glücklich machen. Und das wird heute Abend unbedingt passieren. Für mich ist ganz besonders, dass ich habe die Ehre, meine größte Liebe zusammen mit meinen Gästen dann teilen. Musik und Singen und Spaß haben. Ja! Liebe Gäste, Signore, Signori, Riesenapplaus für unsere fantastische, grandiose, unglaublich, bellissimo, bravissimo! Gäste kommen in der Kara! Wenn auch ihr magische Abende erleben wollt, wenn ihr Wale sehen wollt oder in der Welt rumkommen, dann geht ihr auf www.aida.de oder ins nächste Reisebüro. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten unsere Reise in Warnemünde und fahren als erstes nach Tallinn, der estnischen Hauptstadt. Es geht weiter nach St. Petersburg in Russland. Wir besuchen noch Helsinki in Finnland, Stockholm in Schweden und reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Warnemünde. In den letzten Jahren haben wir uns ganz viel Mühe gegeben, die Qualität der Musik und der Musiker an Bord ordentlich zu erhöhen. Und ich denke, wir haben da richtig gute Arbeit geleistet. Dieses Duo, was ihr jetzt seht, zu den Bildern der Woche, ist auch ein Teil davon. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Kiss me now, take me.